Hey, willkommen zu einem neuen Video. Tiere neigen dazu, Fehler zu machen, indem sie Dinge fressen, die gar keine Nahrung sind. In manchen Fällen fragst du dich vielleicht, wie das passieren konnte. Deshalb haben wir heute eine Liste mit den 10 seltsamsten Dingen zusammengestellt, die jemals in Tieren gefunden wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Jumbo, der Elefant, der 1941 den Disney-Film Dumbo inspirierte, wurde in den 1860er Jahren an der Grenze zwischen Äthiopien und dem Sudan geboren. Die Swahili-Stammesangehörigen nannten ihn Jumbo nach einem indigenen Wort Jumbe, das Häuptling bedeutet. In jungen Jahren wurde der Elefant an einen italienischen Tierhändler verkauft, der ihn in den Londoner Zoo brachte. Jumbo wurde bald zu einer Zirkusattraktion, besonders bei Kindern, die auf ihm reiten durften. Als Jumbo 21 Jahre alt wurde, begann er Wutanfälle zu bekommen und wurde schließlich nur 24 Jahre alt. Das ist ziemlich jung für einen afrikanischen Elefanten, denn in freier Wildbahn können sie bis zu 70 Jahre alt werden. Laut mehreren Forschern litt Jumbo an Zahnschmerzen, die seine Gesundheit beeinträchtigten. Aber der Forscher Carl Ackerley entdeckte auch noch etwas anderes. In Jumbos Magen fand er eine Polizeipfeife, einen Schlüsselbund und 300 Münzen, die er gefressen hatte. Nummer 9. Am 12. Dezember 1882 wurde ein 2,4 Meter großer Mondfisch entdeckt, der im Hafen von Sydney gestrandet war. Der Mondfisch, auch bekannt als Mola Mola, ist einer der schwersten Knochenfische der Welt. Er wurde in das Australische Museum gebracht und später 1883 nach London geschickt, um Teil einer Fischausstellung zu sein. Zu ihrem Erstaunen fanden sie einen Ausschnitt aus einer australischen Morgenzeitung, in dem stand, dass der Fisch 1882 aus dem Meer geholt wurde. Dies war sehr bizarr und einige Leute glaubten, dass es ein Beweis für Zeitreisen sei. Zusätzlich zu der Zeitung wurden auch noch andere Dinge in seinem Magen gefunden, wie Stücke eines Korbstuhles und alte Bodenteile. Nummer 8. Ein Tierarzt in Portland, Oregon hatte einen sehr bizarren Fall. Eine dreijährige deutsche Dogge wurde von seinen Besitzern zur Untersuchung gebracht, weil er sich ständig erbrach. Als die Ärzte ihn per Röntgenbild untersuchten, entdeckten sie, dass sein Magen mit einer großen Menge von etwas Unerklärlichem gefüllt war. Der Dogge musste geholfen werden und nach einer dreistündigen Operation fanden sie heraus, dass der Hund insgesamt 43 Socken in seinem Magen hatte. Laut der Geschichte zogen sie immer wieder eine Socke nach der anderen heraus in allen Formen und Größen. Ihre Besitzer dachten auch, dass es sehr seltsam war, warum sie jedes Mal Socken verlor, aber sie dachten nicht darüber nach. Die Besitzer des Hundes hatten sie für einen Tierwettbewerb namens "Sie haben was gefressen?" abgegeben, bei dem sie $500 gewonnen haben. Hat dein Hund jemals etwas Seltsames gefressen? Schreibe es in die Kommentare. Nummer 7. Ein nigerianisches Dorf jagte im November 2016 eine Schlange, nachdem sie vermuteten, dass diese eines ihrer Kälber fressen würde. Nachdem sie die Schlange gefangen hatten, schauten sie in ihren Bauch und fanden zu ihrem Erstaunen Dutzende von Eiern. Es stellte sich heraus, dass ihr Bauch geschwollen war, weil sie schwanger war. Wie du sehen kannst, sind dort unzählige rosafarbene Eier in drei langen Reihen verpackt. Die Dorfbewohner waren erleichtert, dass diese ungeborenen Schlangen ihr Vieh nicht mehr gefährden konnten. Andere hielten es eher für einen Segen, denn Schlangeneier gelten in ihrer Kultur als Delikatesse. Es war jedoch unklar, um welche Art von Schlange es sich handelte, aber aufgrund ihrer Größe dachten sie, dass es eine afrikanische Felsenpython sein könnte. Diese Schlangen ernähren sich normalerweise von großen Tieren wie Ziegen, Antilopen und sogar Krokodilen. Nummer 6. Die 2500 Jahre alte ägyptische Krokodilmumie gehört seit 1828 dem Nationalmuseum für Altertümer. Als das Krokodil in den 90er Jahren untersucht wurde, stellte man fest, dass sich in dem 3 Meter langen Krokodil noch zwei weitere mumifizierte Krokodile befanden. Als sie es jedoch mit fortschrittlichen 3D-Scans erneut untersuchten, entdeckten sie, dass es 47 kleine brütende Krokodile enthielt, die einzeln neben den beiden anderen Krokodilen eingewickelt waren. Die Mumifizierung von Körpern stammt aus dem alten Ägypten und wurde auch bei Tieren wie Katzen, Schlangen, Hunden und Krokodilen durchgeführt. Laut den Forschern wäre die Krokodilmumie ein Opfer für den ägyptischen Krokodilgott Sobek gewesen. Der Grund für die Mumifizierung ist, dass die Ägypter glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dies könnte erklären, warum mehrere Krokodile in dem Krokodil gefunden wurden. Nummer 5. Eine 5 Monate alte Katze wurde von ihren Besitzern zum Tierarzt in Northport, Florida in den Vereinigten Staaten gebracht, nachdem sie nicht gut gefressen hatte. Als der Tierarzt die Katze untersuchte, zeigte das Röntgenbild eine außerirdische Figur. Natürlich war es kein echter Alien, sondern eine Figur, die Besitzer sofort erkannten. Es war eine Figur, mit der die Katze viel gespielt hat.
Katzen sind von Natur aus neugierig. So kann es passieren, dass sie Dinge wie Fäden und Wolle fressen. Diese Materialien passieren normalerweise ohne Probleme ihren Verdauungstrakt. Doch in diesem Fall war die alienartige Figur zu groß. Der Katze wurde schließlich geholfen und sie schafften es, die Figur herauszuholen. Zum Glück ist alles gut gegangen für die Katze. Nummer 4. Danielle Halsey und ihre Kollegen von der University of Delaware waren auf einer Exkursion, um Haie zu markieren. Haie-Tagging ist ein Prozess, bei dem elektronische Tags oder Identifikationsschilder an den Flossen von Haien angebracht werden. Eines Tages fingen sie einen großen weiblichen Sandtigerhai, aber als sie genau hinsahen, bemerkten sie, dass sich in seinem Maul ein kleinerer Dornhai befand. Der Dornhai war 91 cm lang und wurde komplett von dem Sandtigerhai verschluckt. Danielle machte ein Foto von den beiden Haien und das Bild ging schon bald darauf im Internet viral. Das Taggen von Haien hat den Forschern über die Jahre sehr geholfen. Auf diese Weise können sie das Verhalten und die Bewegungen der Haie studieren und dokumentieren. Es hilft den Wissenschaftlern auch, Informationen über ihre Wanderungsmuster, ihre Lebensgeschichte und die Art und Weise, wie sie ihre Umgebung zum Überleben nutzen, zu erhalten. Allerdings haben Haie keine sensorischen Rezeptoren in ihren Flossen, was bedeutet, dass das Anbringen der Tags ihnen nicht schadet. Nachdem der Sandtigerhai markiert und vermessen wurde, wurde er wieder ins Meer gelassen, aber was mit dem anderen Dornhai geschah, war nie ganz klar. Nummer 3. Emily eilte eines Tages zum Tierarzt in Boston, nachdem ihre 3 Jahre alte Bulldogge aufgehört hatte zu fressen und ihr vor allem übel war. Zunächst verschrieb der Tierarzt nur Medikamente. Doch später, als eine Röntgenaufnahme des Hundes gemacht wurde, entdeckten sie, dass er mehrere Schnuller verschluckt hatte. Glücklicherweise konnte dies recht schnell mit Hilfe einer medizinischen Schaufel behoben werden, die insgesamt 19 Gummischnuller ausschöpfen konnte. Emily hatte 2 kleine Kinder zu Hause und fand es seltsam, dass die Schnuller immer wieder verschwanden. Sie war erstaunt, dass ihr Hund der Übeltäter war. Soweit ich herausfinden konnte, geht es der Bulldogge jetzt wieder gut. Nummer 2. Im März 2017 wurde eine 25 Jahre alte grüne Meeresschildkröte in Thailand zum Tierarzt gebracht. Als sie untersucht wurde, fand man nicht weniger als 915 Münzen in seinem Magen. Die Einheimischen nannten die Schildkröte Um Sin, was Sparschwein bedeutet. Die Münzen wurden von den Einheimischen in den Teich geworfen und ohne es zu wissen, fraß die Schildkröte alles auf. Insgesamt wogen die Münzen etwa 5 Kilo, was mit der Zeit sehr schädlich für ihre Gesundheit wurde. Aber zum Glück wurde der Schildkröte rechtzeitig geholfen und alle Münzen wurden sicher entfernt. Nach einer Woche hatte sich die Schildkröte erholt und konnte bereits wieder normal fressen und schwimmen. Sie sollte eigentlich wieder in den Teich gesetzt werden, aber andere Leute meinten, sie sollte in einem Zoo bleiben. Leider konnte ich nicht herausfinden, was mit der Schildkröte passiert ist, aber hoffen wir, dass sie ihr Leben wieder genießt. Nummer 1. Am 23. Juni 1626 war eine Fischverkäuferin auf einem Markt in Cambridge, England dabei, einen Kabeljau zu filetieren, als sie etwas sah, das einem Stück Stoff sehr ähnelte. Sie zog es heraus und entdeckte, dass es Seiten eines Manuskriptes waren. Am selben Tag ging Dr. Joseph Madel über den Markt und sah, was am Stand der Frau geschah. Er brachte das Manuskript zu Dr. Samuel Ward, der es sorgfältig reinigte und entdeckte, dass es 3 besondere Werke enthielt, die von John Fryth geschrieben wurden, einem protestantischen Märtyrer, der 1533 in einem Fischkeller in Oxford gefangen gehalten wurde. Das Manuskript wurde dann später im Jahr 1627 unter dem Titel Vox Piscis oder The Book of Fish veröffentlicht. Wie es schließlich in einem Kabeljau gelandet ist, bleibt bis heute ein großes Rätsel. Hat dein Haustier schon mal etwas gegessen, das nicht essbar war? Schreibe es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, dann klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.